So, heute ist immer noch der 16.04.2014. Jetzt will ich euch mal die Geschichte hier von dem Travohäuschen und der Rominter Allee erzählen. Muss irgendwann in den 80er Jahren gewesen sein. Da bin ich hier mit ein paar Kumpels hier hochgeklettert auf diese Travohäuschen. Hier oben aufs Dach. Haben uns hier so ein bisschen auf die Lauer gelegt. Auch gerade hier irgendwie ein bisschen im Park gespielt hatten. Hier da oben lagen wir. Und wir hatten auch unsere Schreckschuss-Munitionswaffen mit. Hat auch noch ein bisschen was übrig so an Munition. So, und dann kam hier auf einmal so ein paar Verwegene auf so einem alten Knattermofer hier lang runter. Die Rominter Allee hier irgendwie da hinten. Und fuhren hier so runter und das knatterte urisch, die hatten irgendwie ihren Auspuff da abgebaut oder so. Und einer saß noch hinten so auf dem Gepäckträger noch drauf, waren so zwei Typen. Die eine wohl noch Fluppe im Mund, die andere saß da hinten drauf und haben hier palavert und sind hier so mit 25 Sachen hier runtergeknattert. Kamen sie hier so runter. Wir lagen also nun da oben. Haben erstmal nachgeladen, hatten auch, was weiß ich, irgendwie, glaube ich, so einen Feelingsaufsatz auf so einer 9mm Schreckschusswaffe drauf. Und haben dann erstmal hier so einen Feelings-Pyro-Knaller, vier Knaller gleichzeitig hier reingeladen und hier Richtung der Rominter Allee geschossen, wo die da gerade vorbeigefahren sind. Die Dinger sind irgendwie, weiß ich nicht, 30 Meter hinter denen noch so eingeschlagen. Und das hat hier rums und gleich viermal so. Der hätte beinahe einen Satz gemacht, der Typ. Die haben einen Schlenker gemacht und erstmal gebremst und angehalten und die kicken. Hey, was ist denn das? Naja, jedenfalls war das sehr lustig irgendwie so. Haben wir gleich noch zwei hinterher geschossen. Da haben die aber gemacht, dann haben die richtig Fersen hier gegeben. Die erstmal ein bisschen volle Pulle den Mofa da aufgerissen und dann weitergefahren, weil sie Angst gekriegt haben. Ja. Hier. Naja, das war die Geschichte vom Travohäuschen hier und wir haben uns ihn gefeixt. Ja, das macht man nicht alles, wenn man clean und unbedarft ist. So, ich würde mal interessieren, was hier eigentlich transformiert wird in dem Häuschen. Kann ich irgendwas hören? Nee. Jetzt nicht. Naja, irgendwie meinte mal jemand, das wäre hier ein Travohäuschen. Ich weiß, ob das überhaupt ein Travohäuschen ist. Vielleicht irgendwie die Trafostation hier da oben. Keine Ahnung. So ist das, ja. Abstellgleis von der BVE, wenn sie hier irgendwelche Testsachen gemacht haben. Hier ist der Prellbock. Ist ja nicht, was das eigentlich hier war, gut war. Wollte ich ja mal irgendwie zum Rangieren oder so. Interessant, ob hier immer noch Spannung drauf ist.
dann nur eingeschaltet, wird die Spannung, wenn hier wirklich irgendein Loch fahren muss.